ist Kunst, Bürger. Kunst. Das Fest in Kaltschale schwimmen. Na, das sind wir doch. Was soll's anders sein? Sag mal, du komisch aus, hä? Hältst du gute Korke? Ah, die könnt ihr kennen. Kunstberger, was ist Kunst? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, das dreht ja. Nu, mir wird ganz leierig. Soßen, Lügner aus, schalalalala, hey, hey, Soßen, Lügner aus, schalalalala. Was trällerst du denn da? Hier, ganz offiziell, sogar ganz gebildet, either Bild, die Regierung, versprochen und gebrochen. Wenn alle ein Impfangebot haben, werden die Maßnahmen aufgehoben, hat Kanzleramtsminister Braun voriges Jahr versprochen. Und heute? Na, heute weiß er, dass die Kinder nicht geimpft werden sollen. Das hat er doch damals schon gewusst. Also vor einem Jahr. Da konnte man noch frei reisen. Testfrei. Ohne Schikanen. Keiner war geimpft. Trotzdem keinen Quarantäneknast für Heimkehrer. Keine Testpflicht. Es ging nie um ein Aufheben der Quarantänemaßnahmen. Aber jetzt droht doch die vierte Welle. Hohoho, damals wurde seit Ostern täglich die zweite Welle angekündigt. Wegen der Wahl darf die vierte erst im Herbst herbeigetestet werden. Jetzt ist die Hälfte geimpft und die Reisemaßnahmen schärfer als vorher. Na, wozu soll denn die dichte Impfung taugen, hä? Na, für die Gesundheit soll sie sein. Pff, es ging nie um die Gesundheit. Geimpfte und Genesene werden nach dem Urlaub nicht getestet, aus politischen Gründen. Na, damit sie Vorteile haben, damit sich alle impfen lassen. Aha, wegen der Vorteile und nicht wegen der Gesundheit. Experten sagen, die Geimpften und die Genesenen, die können Delta genauso einschleppen und verbreiten wie Ungeimpfte. Die vierte Welle ist fest eingeplant. Testpflicht für Urlauber. Selbst für die, die daheim Urlaub machen. Dreimal die Woche symptomfreie, gesunde Kinder an der Schule testen, wenn sie wieder losgeht. Da muss doch eine Welle rauskommen. Hast du denn heute gar nichts ohne dieses blöde Corona? Oh ja, hier, warte mal, ist eine Weile her. Hier, vom Wochenende. Querdenker-Urgestein Dr. Bodo Schiffmann hat für Flutopfer 560.000 Euro gesammelt und wollte die einer der betroffenen Gemeinden spenden. Die Bürgermeister, die haben abgelehnt. Der Schiffmann musste via YouTube nach einer Gemeinde suchen, die sofort die 500.000 braucht und haben will. Naja, Querdenkergeld, das ist fast wertlos. Das ist wie Falschgeld. Nur Spenden von Getesteten, Geimpften und Genesenen, die zählen. Mit dem kann man was anfangen. Impfen ist nämlich eine gute Tat für die ganze Gesellschaft. Man impft nicht nur für sich, sondern auch für die anderen. Wenn alle die Impfkampagne mitmachen, ist die Pandemie bald besiegt. Ja, das erinnert mich an die chinesische Spatzenjagdkampagne zur Beendigung der Hungersnot. Was war denn das für ein Ding? Am 18. Mai 1958 verkündete Mao Zedong, die Spatzen fressen unser Getreide weg, deswegen müssen wir hungern. Tod den Spatzen! Wenn alle mitmachen, besiegen wir die Hungersnot. Und die Chinesen machten mit, zogen los mit Töppen, mit Pfannen, kloppten, schepperten, lärmten den ganzen Tag. Die verschreckten Vögel flogen auf, wollten landen, wurden wieder hochgescheucht. So lange, bis sie tot vom Himmel fielen vor Erschöpfung. Alle Chinesen machten solidarisch mit, bis die Vögel tot waren. Drei Tage lang, zig Millionen tote Sperche und andere Vögel. Alle dachten sie, sie wären Helden und hätten gemeinsam das Volk vor dem Hunger gerettet. Aber danach kam's Ungeziefer, das von den Vögeln ja jetzt nicht mehr vertilgt wurde und fraß viel mehr weg als vorher. Die Chinesen mussten mehr hungern.
Nee, Horsch, das ist ein totaler Schwachsinn, was die Chinesen damals gemacht haben. Tja, die Mehrheit fand's richtig und wer nicht mitgemacht hat, wurde für ein Verbrecher erklärt. Das ist fast wie heute. Lass uns mal abwarten, was in 10 Jahren wird über die ganze Impfkampagne und über die ganze Corona-Geschichte gesagt werden. Wenn ich jetzt an die Schweinegrippe denke, ja, hinterher ist man immer klüger. Ja, oder man denkt vorneweg ein bisschen nach. Aber jetzt müssen wir wirklich die Kinder warten. Ja, wir müssen ja. Vielleicht melden wir uns nochmal zwischendurch, aber garantieren können wir schon nicht. Man weiß ja nicht, was kommt. Nee, wir gucken mal.